Lieben, heute wieder Manicure Monday. Ich höre mich etwas nasal an. Falls ich ein bisschen lauter schnaufen sollte, tut es mir leid, aber ich habe sonst die Befürchtung, ich ersticke live beim Videodrehen und wir wollen morgen ja nicht in der Bildzeitung lesen. Dickes Mädchen beim Nagellack zeigen, leider zu Hause auf YouTube live erstickt. Nein, das wollen wir nicht. Ich dachte, Manicure Monday, der Juni ist da, der Mai ist vorbei. Ich zeige euch einfach mal, was ich im Mai alles auf den Nägeln hatte. Vielleicht ein bisschen Inspiration für euch oder was ich getestet habe. Fangen wir mal an mit meinem absoluten Liebling Essence Color & Go in der Farbe 46 Wake Me Up. Ein tolles, tolles Orange, das jetzt ein bisschen orangig neon aussieht, ist aber ein schönes, sattes Orange, wirklich toll jetzt für die Nägel, macht gute Laune, ich liebe den. Den habe ich auch mehr als nur einmal getragen, der trocknet gut durch, über den kann ich nicht meckern, tolle Farbe. Dann habe ich neu gekauft und natürlich gleich ausprobiert, die 94 Gold Fever, das ist so ein Glitzerlack in Gold mit roten Partikeln drin, der braucht 3 bis 4 Schichten, wenn ihr ihn deckend wollt. Ihr könnt ihn natürlich auch nur als Topper benutzen, ich mag ihn deckend sehr gerne, aber würde ihn aufgrund der langatmigen Lackierarbeit immer nur als Akzent setzen und nur auf einem Nagel. Das Ablackieren müssen wir gar nicht drüber reden. Ist natürlich furchtbar, wenn man nicht diese kleinen Tipps und Tricks anwendet für Glitzernagellack. Aber ansonsten bin ich sehr damit zufrieden. Für 1,25 ist der schon in Ordnung. Ja, dann machen wir mal weiter. Getragen, zusammengetragen habe ich diese beiden. Das ist Chanel Mimosa. Da habe ich euch aber auch schon mal einen Dupe gezeigt, beziehungsweise einen anderen schimmernden gelben Nagellack in einem Manicure Monday Video. Wenn ihr das noch nicht kennt, schaut einfach mal unten rein. In der Infobox ist heute alles verlinkt. Der war limitiert. Es gibt viele schimmernde gelbe Nagellacke. Es muss nicht unbedingt der sein. Die Qualität von Chanel Nagellacken ist jetzt auch nicht die beste, sage ich mal. Ich sammle diese limitierten Flächen allerdings sehr, sehr gerne. Wobei ich die letzten 2, 3 Kollektionen auch ausgelassen habe. Vielleicht bin ich geheilt. Die beiden zusammen fand ich aber sehr, sehr cool. Ich kombiniere in der letzten Zeit sehr gerne Nagellacke. Das ist die 877 Towel Boy Toy. Das ist so ein schimmernder Türkiston von China Clays. Lackiert sich gut, braucht aber sehr lange zum Durchtrocknen, was mich ja schon wieder nervt und eigentlich ein K.O.-Kriterium ist. Weiter geht es. Auf den Nägeln auch getragen habe ich, weil gerade im Test und darüber geblockt von Perfect Formula die Farbe 467 Sweet, das ist so ein Lavender-Fliederton, wie ich merke, der gerade gut zu meinem Schmetterling im Schal passt. Wow, perfect match gefunden. Ich hammer, der Nagellack sagte schon, Perfect Formula, der hat jetzt eine Woche auf meinen Nägeln gehalten und ist dann erst gesplittert und hat Tippwehr bekommen. Also wirklich, wirklich toll. Den habe ich auch noch in Pink in der Farbe Virtue. Und das ist die Farbe hier, die dunklere, die ihr auf meinen Nägeln seht, die jetzt schon ein bisschen rausgewachsen ist, ansonsten aber noch top aussieht. Das ist auch ein Perfect Formula Lack. Da schreibe ich euch die Namen natürlich auch nochmal unten rein. Den anderen Pinkton, den ihr auf meinen Nägeln seht, den helleren, das ist auch ein Essence Color & Go Nagellack und zwar die Farbe 90 I Want That. Der ist auch wirklich sehr, sehr toll. Der trocknet toll durch. Der hat einen leichten Schimmer. Ist eine absolute Sommerfarbe. Den liebe ich auch total. Also wirklich tolle Farbe. Ihr seht schon, diese kleinen Color & Go Nagellacke haben es mir angetan. Neu auch ausprobiert die In The Mute Nagellacke. Die sehen so aus. Die verändern ihre Farbe bei Temperatureinflüssen, wenn ihr kälter wird oder heiß wird, das sieht sehr, sehr witzig aus an den Spitzen, weil die normalerweise nicht so viel hier mit der Körperwärme in Berührung kommen, die Fingernägelspitzen, und dann ist es so ein natürliches Gradient, so ein natürlicher Farbverlauf, Gradient Nails. Also die sind ganz witzig, vielleicht stelle ich die euch nochmal vor, die sind aber nicht so günstig, von denen habe ich noch andere Farben auf jeden Fall aber auch getragen, weil im Test, die werden entweder dunkler oder heller, also sehr, sehr witzig. Und dann natürlich getragen und absolut in Liebe der CAT Nagellack in der Farbe 83 Jewel, das ist die Farbe, die Adele getragen hat. Und es ist so ein Glitter-Klimmer-Nagellack mit so Flitterstückchen. Also wirklich, wirklich toll zum Ablackieren. Jetzt natürlich auch nicht der Hit, aber allein schon die Aufmachung. Total süß. Ich bin absolut verliebt. Jetzt kommen wir auch schon zum letzten.
neu gekauft und schon ausprobiert, aber nur auf einem Fingernagel, deswegen habe ich das auch umlackiert. Aber es ist ein Neuzugang noch im Mai gewesen, 1005 Virgin Forest, also wirklich sehr, sehr schöne Farbe. Das ist ein Grün, das schimmert. So ein Grün habe ich auch wirklich noch nicht. Das passt zu einem Halstuch, was ich habe. Deswegen habe ich ihn auch gekauft und ist wirklich, wirklich toll. Ist aktuell in der Catrice Colibri Limited Edition. Da habe ich auch einen Shade Stick gekauft, verlinke ich euch auch nochmal unten in der Infobox. Den trage ich heute als Grundierung auf dem Augenlid, weil ich gucken wollte, ob das meine grüne Augenfarbe so ein bisschen rausbringt, und bin ich sehr zufrieden mit. Also tolle Kollektion. Die haben noch andere Nagellacke, die jetzt aber für mich nicht so rausstechen, weil ihr habt ja gesehen, ich habe eine Menge Nagellacke, und deswegen durfte nur der mit. Wenn euch das Video gefallen hat, ein Däumchen nach oben. Wenn ihr das Video jetzt nicht so gut fandet, dann reiße ich euch nicht den Kopf ab. Gebt ein Däumchen nach unten. Aber generell würde es mich natürlich sehr freuen, wenn es ganz viele Däumchen nach oben gibt. Und wenn ihr diese Mai-Monatslieblinge oder im Monat getragen wiedersehen wollt, einfach unten in die Kommentare rein. Ich freue mich darüber sehr, sehr, sehr stark. Verzeiht mir das laute Atmen, meine Damen, meine Herren, vielleicht auch. Ich wäre sonst erstickt, und wir sehen uns bald wieder, ihr Süßen. Macht's gut. Tschüss.